Führerschein bekommen. Herr Rudolf. Herr Hit. Oh, das wollte er sagen. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Also, Lexa, heute ist es soweit. Hören Sie bitte auf, darüber zu reden. Ich scheiß mir gleich in Tango. Ich musste. Oh nein, bei der Fahrprüfung. Oh, sag mal, spaltet sich das nicht, wenn man in so einen Tanga scheißt? Ich meine. Aber auch ein bisschen auf die Prüfung vorbereiten, ne? Ich weiß doch schon alles. Rund und rot ist immer ein Verbot. Punkt vor Strichrechnung und niemals ohne Gummi. Können wir jetzt mal loslegen? Der. Das braucht man also bei der Fahrschule heutzutage? Krass. Der Fahrprüfer müsste jeden Moment kommen. Was, wenn ich verkacke? Das wird schon. Scheiße. Du musst nur. Was, wenn ich verkacke? Dann geh. Wie hat Lexa überhaupt die Theorieprüfung bestanden? Da sollte es auch noch ein Video geben. Gucken wir das Ganze in ein paar Wochen nochmal an. Lexa, ganz, ganz ruhig, ja? Du bist gut vorbereitet. Du hast ausgeschlafen, nehme ich an. Bin Lexa schon um 4 Uhr morgens von der Party abgehauen. Naja, da wird's eine besoffene Prüfung. Was willst du mehr? Ich nehme das Ganze hier sehr ernst, verstehen Sie? Das ist kein Spiel für mich. Gut. Also, Lexa, das Wichtigste ist, das haben wir ja schon öfter besprochen, dass du versuchst, ruhig zu bleiben und dich nicht von deinen Gefühlen und Emotionen überwältigen lässt. Was meinen Sie? Naja, du wirst manchmal in recht harmlosen Situationen leicht aggressiv. Aggressiv? Ja. Oh. Wer sagt denn, dass ich aggressiv bin? Wer sagt denn, dass ich aggressiv bin? Lexa, bitte. Ich erinnert mich irgendwie gerade an Halt, Stopp, Andreas. Oh, oh. Ich trage diesen Druck nicht! Beruhig dich, Lexa, pass auf. Ja? Vielleicht haben wir Glück und wir bekommen Dieter als Fahrprüfer. Ja, Dieter ist ein alter Kumpel von mir, kenne ich noch aus Bundeswehrzeiten. Oh, wenn wir den haben, dann wird alles gut. Volle, du alter Saufkompani! Dieter, leck mich am Arsch, wie lange ist das her? Lass mich mal überlegen. Eine Woche? Toll. Na ja, klar, weil ich den da als Prüfer wahrscheinlich auch hatte. Oh, scheiße, wenn der so militärisch unterwegs ist, wird das eine schöne Prüfung. Bei uns gab es verschiedene Prüfer. Die sind jeder. Der eine ist wirklich richtig pingelig. Wo fährst du da nur ein Blatt von einem Baum, bist du durchgefallen. Der andere, der ist halt chillig unterwegs, der sagt dir, hier musst du links abbiegen, da bitte rechts abbiegen. Und der andere, der sagt dir wirklich nur Straßennamen, wo du reinfahren musst. Der sagt nicht, hier musst du links, da musst du rechts. Der sagt, wir wollen jetzt in die Straße und in die Straße. Dina, das ist Lexa hier. Die wird heute eine saubere Prüfung ablegen. Lexa? Was geht ab, Jung? Alexa, fahr mal ein bisschen durch den Wald. Ich will ein bisschen quatschen mit Wolle hier mal meinen Saufkompanien. Ne? Was ist das für eine Fahrprüfung durch den Wald? Da hast du ja gut bestanden, Alter. Da hast du nicht viel Verkehr. Hä? Wie geil ist das denn? Wolle, Jung, ja. Mach die kurz. Fahrst du noch beim ersten FC? Oh, oh. Was denn jetzt? Herr Kollege, Sie haben sich im Fahrzeug geirrt. Das ist Wagen 5. Ich hab Wagen 5. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, Wolle, ich wünsch dir was, du. Oh. Wieder, erstmal. Jetzt hat Lexa aber bestimmt Arschkarte. Ja, schönen guten Morgen. Oh nein. Mein Name ist Herr Rudolfs. Ich bin heute Ihr Fahrprüfer. Ihr Name ist. Oh mein Gott, wenn du so einen Allmann als Fahrprüfer hast, hast du schon verkackt. Frau Lexa. Frau Lexa. Meine Ex-Frau hieß auch Lexa. Oh, scheiße, jetzt wird's ernst. Ich würde gleich aussteigen, wieder gehen. Ich würde gleich sagen, wir sehen uns in 2 Wochen bei der nächsten Prüfung. Ex-Frau, was? Die Olle hat sie nicht verdient. Die soll in der Hölle schmoren. Sie ist vor einem Jahr tödlich verunglückt. Jetzt kannst du erst recht gehen. Das hat sich damit wohl erledigt. 2020? Also ich wollte, es tut mir leid, ich wollte Ihnen, also ich hab nur, Dann starten Sie mal bitte das Fahrzeug und fahren Sie entsprechend der StVO hinunter vom Parkplatz auf die Bundesstraße. Ja, eindeutig Allmann, Fahrlehrer, oh, Prüfer, oh oh, das wird ernst. Das schafft Lexa nicht. Oh oh. Stopp! Was? Was? Ja, die hat sich nicht mit angeschnallt. Das war's dann leider schon. Hab ich hier rumgefahren? Ich glaube, sobald Sie das Fahrzeug bewegen, gilt die Pflicht, sich einen Anschnallgurt umzulegen, nicht wahr? Der hat doch auch keinen um! Ist ja voll unfair, fies! Scheiße. Herr Rudolfs, durch den plötzlichen Prüferwechsel war meine Schülerin wahrscheinlich etwas verwirrt und abgelenkt. Das ist nicht mein Problem. Ich bitte Sie. Versuchen Sie es in 2 Wochen erneut. Rudolf Jung! Herr Rudolfs, wenn ich bitten darf. Geben Sie mir noch eine Chance, ja? Beim nächsten Fehler bin ich sofort raus, versprochen! Haben Sie doch ein Herz. Nur eine Chance noch. Ich werde Ihnen 2 Fragen aus der Theorie stellen. Sollten Sie diese korrekt beantworten, wird die Prüfung fortgesetzt. Jawohl, also... Ist bei uns auch so. Bevor die Prüfung losgeht, fragt der Prüfer dich 3 Dinge, die ein Auto haben muss. Er muss einfach sagen, Reifen, Bremse und Küche, fertig. Rudolf, mit der roten Nase, genau. Frage Nummer 1. Welche Dinge muss ich zwingend während einer Autofahrt bei mir haben? Mein Personalausweis, mein Handy wegen Pokémon Go und geile Mucke. Coole Musik? Führerschein, Fahrzeugschein, Erste-Hilfe-Kasten, Pannendreieck und Warnweste. Tut mir leid, diese Frau wird heute keinen Führerschein bekommen. Herr Rudolf. Herr Hit.
das sagen. Bitte, das ist doch nicht fair. Sie haben mich auch unterbrochen. Ich wollte es ja gerade sagen mit den Sachen da. Sie wollte es gerade sagen. Echt? Frage, die hat ja nur eins gesagt. Peter, Paul and Mary go to school. Kein Englisch. Bitte, lieber Gott, kein Englisch. Herr Rudolf, was hat das denn jetzt mit der Frage? Ich bin bekannt dafür, mit meinen Fragen zu überraschen. Das nicht anschnallen war ein Fehler, hatte aber auch mit uns zu tun, mit dem ganzen Hin und Her. Warten Sie. Also bei uns fällst du nicht gleich durch, wenn du dich nicht anschnallst. Es ist also mein... Aber die weisen dich drauf hin. Hast du irgendwas vergessen? Und sagst du dann, nö, eigentlich nicht, Auto läuft, danke es alle. Und dann fragt er nochmal, hast du irgendetwas vergessen? Bist du dir sicher? Wenn du dann immer noch nicht merkst, dass du dich nicht angeschnallt hast, dann fliegst du durch. Eine Schuld, dass sie zu inkompetent waren, ihrer Schülerin beizubringen, sich im Auto anzuschnallen? Ganz ruhig, Wolle, beruhig dich. Ich wollte nur sagen, dass ich schuld daran bin, dass sie nichts können. Na, das wird ja immer lustiger. Walter Rudolf, passen Sie auf Ihren Ton auf. Sie spielen in der Seniorenmannschaft Fußball. Sie haben letzte Woche eine rote Karte von mir bekommen. Das hat hier überhaupt nichts verloren. Jetzt, das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Der macht die Prüfung und der ist... Cheat-Richter für die roten Karten? Oh Mann! Wollen Sie mich hier fertig machen und Ihren Frust an einer sympathischen, unschuldigen Schülerin auslassen? Sehr unschuldig und extrem sympathisch. Ja, diese Unterstellung ist entweder, Sie geben Frau Lexer jetzt noch eine faire Chance oder ich melde Sie wegen des Versuchs. Ist ja gut. Frau Lexer, fahren Sie bitte los, Ihre letzte Chance. Ja, zu Recht, du Otto. Die hat, sich aber immer noch nicht angeschnallt. Das wird doch so nichts, Mann. Oh, Scheiße. Nee. Jetzt. Das ist eine schöne Anzeige, aber ich werde nicht durchfallen, weil ich werde... Lexa, bremsen! Oh, Scheiße, na das war's dann wohl. Lexa, ich glaube... Fahrradfahren ist auch cool. Ja, sehr cool. Hey, das war's. Da gibt's bestimmt keinen zweiten Teil mehr. Schade, das wäre geil gewesen. Das wäre so geil gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr nicht getan abonniert. Bis zum nächsten Mal, verabschiede mich und bin damit raus.